Wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Deswegen fahren wir nicht hier in den klassischen Bikepark Schladming an der Planei, sondern zur Reiteralm. So Leute, wir haben es geschafft. Cool Action. Das ist eigentlich cool. Nach einer Stärkung auf der Alm sind wir dann auf unsere zweite Abfahrt gegangen. Und zwar haben wir uns diesmal die roten Lines vorgenommen. Die roten Lines haben mir irgendwie den gesamten Urlaub hin besser gefallen als die blauen. Ich denke mal, weil es einfach mit dem Norco wesentlich weniger anstrengend gewesen ist. Wie heißt der denn jetzt? Holzer Trail. Wird wohl noch ausgebaut über die Saison. Offene Kurven, halboffene Kurven hier. Da hier auf den Reiteralm-Trails noch einiges im Umbau war, sind die Strecken, wie sie jetzt sind, nicht die finale Form. Denn ich hatte so den Eindruck, dass sich da noch einige Dinge ändern und zwischendurch sind wir an Streckenabschnitten vorbeigefahren, auf die wir so noch gar nicht drauf gekommen sind. Ich bin da nicht so ganz im Bilde, aber ich bin mir sicher, dass wenn ihr jetzt hinfahrt, da wesentlich mehr offen ist, eine bessere Streckenführung herrscht und alles ein bisschen einfacher ist. Okay, wie lang? Okay, ich bin gerade echt verwirrt hier, wo es hier lang geht. Hallo Freunde. Ja. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr jetzt schon meinen Dämpfer so langsam am Limit sein. Und Tatsache, der Dämpfer musste während dem Urlaub noch in Service und ich hatte ein Leihbike. Aber das Leihbike-Thema bekommt ihr in einem anderen Video zu sehen. Ich gern mal. Hier kennen wir ja schon den Trail. Der ist nicht neu. So ein Abschnitt gewesen. Ready? Ja. Hochalm Trail. Das war echt mal offene Kurven üben, ey. Da hält man hier auch mehr Speed. Ja, ein paar steilere Stellen halt hier drin. Aber alles noch im Rahmen. Ein paar fettere Steine. Mein Dämpfer quietscht wieder. Hier kommt der nächste Abschnitt. Weiter geht's.
Kurve hier. Ich glaube, sowas könnte dem Kevin gefallen. Ich glaube, der mag so Trails. Was soll ich mal sagen? Mal sehen. Bin ich hier geblieben? Da oben. Okay. Mit den Gates. Trotzdem immer noch Enduro-Bike. Das Bike, was man hier mitnehmen sollte. Oh, da unten geht's weiter. Boah, was für eine Kurve des Todes hier. Hier treffen sich wieder die zwei Trails. Hier zusammen. Mit dem blauen. Und dann geht es hier wieder weiter auf rot. Irgendwie fand ich es wirklich schade auf den Reiteralm Trails, dass wir nur zwei Abfahrten hatten, weil dann die Zeit einfach schon vorüber war und der Lift zugemacht hat. Denn die meisten Trails hier machen mit Sicherheit viel, viel mehr Spaß, wenn man sie besser kennt und am besten noch ein Enduro-Bike dabei hat, weil dann macht das sicher richtig Bock hier. Steil. Schwarzer Enduro Trail, Reiteralm. So macht man das. Hier Gap. Oh, okay.
Okay. Eine Mischung aus flowig und technisch. Oh. Oh, okay. Okay. Naturbelassen also. Oh. Du musst mal wissen, ey. Scheiße. Kann man oben in die Wand reinjumpen. Wenn man genug Speed hat, kann man auch komplett springen hier. Hä? Ah, sorry. Ich wusste nicht, wo lang. Ich war verwirrt. Wieder zusammen hier. Kennen wir jetzt schon. Scheiße, merke ich gerade. Also Leute, ihr dürft auf jeden Fall nicht erwarten, dass hier Abfahrt nach Abfahrt kommt. Man hat ja mal so ein bisschen so Verbindungsstücke. Forest Lake. Ich habe jetzt wieder Angst um meine Reifen gehabt. Ja? War geil. Weiß, was wo kommt, ne? Das ist das echt cool. Auf jeden Fall ein schönes Enduro-Geballer hier. Oh! Das ist scheiße! Oh, was ist das? Ja, tricky, ne? Du musst wissen, dass das kommt. Ich bin hier schon rechts rüber, ne? Ja, genau. Man muss viel früher rüber. Oh, ich habe voll in die falsche Richtung geguckt, einfach. Ja, ist nicht schwer. End of Trail, das war's hier. Hier haben wir wieder ein süßes Dorf, aber Transferstück über Straße. Was? Ich glaube, das Stück kennt ihr jetzt schon. Ach, ich muss schon wieder schalten. Immer diese Bergparts hier. Ich
Cockpit passiert auch nicht mehr ganz so viel. Ah, da wo ich gesagt habe, wir könnten Anleger gebrauchen. Was geht ab, Leute? Wir sind wieder zu Hause im Hotel und ich wollte euch ein kurzes Feedback geben zu den Reiteralm Bikepark, Trailpark. Ich würde sagen, es ist eher so ein Trailpark, aber die bauen gerade extrem viel neu. Das heißt, ich glaube, dass das nächstes Jahr richtig, richtig fresh ist. Im Juli soll auch schon mehr eröffnen. Das heißt, da geht auf jeden Fall einiges. Ich würde sagen, Leute, da müssen wir noch mal hin nächstes Jahr. Jetzt haben wir morgen nur noch einen Tag Schladming und am gleichen Tag, also eigentlich nur einen halben, weil am gleichen Tag reisen wir weiter nach Saalbach. Ich finde, die Reiteralm Trails, da hat genau das gefehlt, also es ist genau das, was in Schladming hier im Bikepark gefehlt hat. Und zwar so eine bessere Abstufung zwischen Blau und Rot. Also wenn du hier dann auf Rot in die Kessler startest, ist es halt direkt krass. Und mit der ganzen Familie ist es dann schon ein bisschen schwierig. Außerdem ist da null was kaputt gefahren gewesen, weil da einfach so wenig los ist. Und ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Das heißt, wenn ihr in Schladming seid oder vorhabt, hier mit der ganzen Familie zu fahren, ist die Reiteralm auf jeden Fall eine Adresse wert. Fahrt auf jeden Fall mit dem Auto hin. Dieser Berg da hoch ist eine krasse Nummer. Keine Ahnung, ob man auch mit dem anderen Lift fahren kann. Aber das scheint so der Lift zu sein, mit dem man eigentlich fahren muss. Einige Lines waren noch gesperrt, aber alle, die offen waren, sind wir jetzt gefahren. Ich habe noch gesehen, von außen auch die rote Jumpline, die sah schon ziemlich, ziemlich cool aus. Ich glaube, da wird, also super geil einfach, ne? Also sowas brauchen wir auch mehr irgendwie bei uns in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Ich bin richtig, richtig platt, ey. Und ja, wir gehen jetzt duschen. Dann schnell was essen, dann machen wir hier alles ready, alles zusammenpacken. Und dann wollen wir noch Tom und die Jungs, die alle angekommen sind heute in Schladming, besuchen. Und ja, dann früh schlafen und morgen geht's halt, morgen geht's dann nochmal kurz in den Park und dann weiter nach Saalbach. Ich freue mich mega auf Saalbach auch schon wieder. Und weil da ist so, da kennt man schon das meiste. Klar, einige neue Lines sind auch da, die es letztes Jahr noch nicht gab. Auf die freue ich mich auch. Und yes. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Kommentiert mal, ob ihr die Reiteralm schon kanntet. Würde mich sehr interessieren. Und yes, Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos aus unserem Trip hier verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.